Mandalana, seid ganz lieb von mir gegrüßt. So, gestern die dritte Liga, Fortuna Köln gegen Werder Bremen 2. Schade, schade, schade. 1:2 verloren. Ein schönes Tor gemacht von Usman Mané. Gestern wiederum gut gespielt, aber es nicht geschafft, sich dafür adäquat zu belohnen. Damit nunmehr seit 22 Spielen in Folge ohne Sieg. Eine echte Horrorserie. Und so ganz allmählich wird es immer schwieriger. Es wird wirklich schwerer und schwerer und schwerer, sich in der dritten Liga zu behaupten. Also da muss jetzt wirklich, man kann schon sagen, ein echtes Wunder her, ein echtes Wunder von der Weser, wenn das mit dem Klassenhalt noch hinhauen soll. Nichtsdestotrotz, ich finde, auf die Leistung kann man aufbauen. Es sind immer noch 10 Punkte Abstand bis zum rettenden Ufer. Und ja, also es helfen wirklich nur noch Siege. Und aber irgendwo regiert immer auch noch das Prinzip Hoffnung und die Hoffnung soll man auf jeden Fall nicht aufgeben und die Mannschaft muss einfach weitermachen, muss richtig weitermachen und dann irgendwann wird auch, ich hoffe sehr auf das nächste Spiel, ich weiß nicht genau gegen wen das ist, weil ich habe den Spielplan der dritten Liga nicht so ohne weiteres im Kopf, aber ich hoffe darauf, dass die Mannschaft auf die Leistung aufbauen kann. Und dann wird auch der Erfolg sich wieder einstellen. Ich denke mal, irgendwo ist noch ein Pünktchen Hoffnung drin, dass die Mannschaft den Bock noch umstoßen kann und dass wir dann trotzdem noch in der dritten Liga verbleiben. Nichtsdestotrotz, ich finde, Werder Bremen muss in der dritten Liga den Weg weitergehen. Es geht darum, dass man Spieler sozusagen heranzieht, Spieler ausbildet für den Profibereich, irgendwann mal, dass sie in die Bundesligamannschaft eintreten können. Und selbst wenn man absteigen sollte, dass man wirklich bestrebt ist, auch was Neues aufzubauen. Und ich finde, das ist ein wirklich wichtiger Weg, den man da gehen kann, den man auch gehen muss. Und ja, dass einfach wirklich, dass halt die Nachwuchsarbeit von Werder Bremen darunter nicht leidet. Sicherlich ist es so, Regionalliga ist nicht ganz so attraktiv wie die dritte Liga. Aber trotzdem, wie schon gesagt, irgendwo habe ich noch die Hoffnung, dass man das schafft. Und nichtsdestotrotz muss man wirklich zusehen, dass die Nachwuchsarbeit darunter nicht leidet, dass weiter dann ausgebildet wird. Und selbst wenn man dann eine neue Mannschaft wird aufbauen müssen, dass da halt eben der Bremer Weg weitergegangen wird. So, also leider, also trotzdem weiter einen Daumen drücken, dass die Jungs von Sven Hübscher und Mirko Otava, dass da irgendwie den Bock noch umstoßen können. Und ja, ich melde mich dann gleich wieder. Und dann sage ich alles zum heutigen Nordderby. So, also bis gleich dann.